Hallihallöchen, meine lieben Freunde da draußen und einen wunderschönen was auch immer. Ich bin heute hier, um euch den ersten Teil einer kleinen wöchentlichen Videoreihe zu bringen, die ich spontanerweise jetzt einfach mal Streamsicht genannt habe. Im Grunde genommen ist es einfach nur eine Wochenübersicht zu den Streams, die in der jeweiligen Woche kommen. Zuerst wollte ich sie Wochenübersicht nennen, aber dann habe ich mir gedacht, das ist eine schlechte Idee, weil Funk Royal das ja seine Videos da auch Wochenübersicht nennt. Da habe ich mir gedacht, das ist keine gute Idee, sonst denken alle nur, ich hätte das plump von ihm geklaut. Ja, worum geht es in der Wochenübersicht? Das habe ich schon gesagt, beziehungsweise worum geht es in der Streamsicht, genau. Wie gesagt, ich stelle einfach kurz vor, für die kommende Woche, was ich streamen werde, wann ich streamen werde, warum ich streamen werde und so kleine Details, dass ihr euch schon vorab ein kleines Bild machen könnt, ob ihr Lust habt, diese Woche irgendwie bei meinen Streams einzuschalten oder eben dann auch nicht. Ich muss dazu aber erwähnen, dass diese Videoreihe hier nicht verbindlich ist. Wenn während der Woche, keine Ahnung, irgendetwas Spontanes passiert oder ich spontan Lust habe oder ich, keine Ahnung, ich krank werde oder so etwas, dann kann man natürlich das, was ich hier sage, nicht komplett für ernst nehmen. Man weiß ja nie, vielleicht, es kann natürlich auch sein, dass es nicht immer stimmt, dass zum Beispiel ein Projekt etwas länger dauert, als ich es geplant habe oder auch kürzer. Man weiß es nicht genau. Daher, also diese Wochensicht-Videoreihe hier ist mehr ein bisschen eine spontane Informationssache, um euch einigermaßen auf dem neuesten Stand der Information zu halten. Aber genug davon. Heute hier bin ich ja hier, um den ersten Teil von Wochensicht euch zu bringen. Heute haben wir den 18. November 2013. Heute werde ich streamen. Heute gibt es für den Super Nintendo Emulator Terranigma, das ich heute übrigens anfangen werde. Und das werde ich dementsprechend am Mittwoch und am Freitag weiterführen. Mittwoch der 20. und Freitag der 22. November werde ich auch Terranigma streamen. Und am Samstag, dem 23. vermutlich auch noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange ich für Terranigma brauchen werde, aber ich plane sicher mal 3 Tage, also Montag, Mittwoch und Freitag. Da werde ich sicher nur Terranigma streamen. Wenn ich am Samstag oder am Freitag schon mit dem Spiel fertig werde, dann werde ich sehr wahrscheinlich Bioshock Infinite dann als nächstes Projekt beginnen. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ich denke, das dürfte eigentlich so funktionieren. Ja, und das war es auch schon von der dieswöchigen Streamsicht. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich bei meinem Streams oder einem anderen Video. Bis dahin und einen wunderschönen, was auch immer, euer Xoneris.